Welcome back to another German Food Review, and it's sandwich time by Natso True Freshness Sandwich Brie and Preiselbeere. Brie is a French cheese, and Preiselbeere, yeah, not so sure. Please help me, what's, yeah, the most common word for that? Cowberry or lingonberry or the other stuff here, not sure. Let's go with cowberry, right? That's very easy to pronounce. Cowberry, well, it sounds a little stupid. But okay, anyway, cowberry, right? Cowberry. Okay, and yeah, I can't pronounce this one here, but it's hard. Yeah, look at it. Okay, price €2.99. This here is quite expensive compared to other brands. And here's the price. Natso sandwich, €2.99 in Edeka. Okay, yeah, ingredients, tear me open in a second. Natso Foods GmbH, nice, no idea where that is. 44% multigrain bread. Where's the important stuff? Flaxseed is in there, but it's 26% brie cheese and 12. Salat, mayonnaise, you know, low-fat mayo, 50% rapeseed oil. Okay. And, but they are 12%, okay. Okay, they call it cranberries. Is that correct? I don't know. Maybe. Okay, let's call it cranberries, whatever. And what's the rest? No. Wildpreiselbeeren? No, oh, no, there are two different things. This is not the same as this. 42% from this and 6% from this. Yeah, I'm no idea. And yeah, 9% spinach. Okay. Okay, it's red, right? No, it's not really red. It's more. No idea. Let's open it. Oh, I forgot the calories. Where are they located? On the bottom, okay. Mm-hmm. Does that work? No idea. Feels a little strange. Come out, please, number one. And go back, number two. So, 100 gram, 200 and, let's say, 80 calories. And 160 gram. So, yeah, let's say 450 calories, a lot of salt. Where's the protein? Oh, protein's okay, 10% almost. And fat, 60%, yeah, there's cheese on it. And low-fat mayo, and a little bit of sugar, okay. 450 calories, roughly. Let's do a thumbnail here, and then it's eating time. Okay. That looks stupid. Yeah, multigrain bread. I prefer plain white bread. Here's the brie cheese. And yeah, it's just cheese. And here's the cowberry stuff. no idea. What's there more? A little bit of mayo. Yeah, not a lot of stuff, right? But okay. Right here. Yeah, tastes like cheese. Very nice, and it's a little sweet. I'm searching for something, but I can't find it. No idea. Okay, yeah. It's quite a nice combination, actually. Okay, I can't taste the spinach, but okay, it's there. And sound fancy, right? Here we go. No. It tastes more like cheese, which is good. And it's a little sweet. Okay, let's try this. Stand alone here. No idea. Tastes more like cheese. But that's quite nice.
basically a cheese sandwich. Mmm, nice flavor. Works, definitely. Here we go. Now that's a tasty combination. It's also a little spicy, sweet, and cheesy. Yeah, I'm surprised a bit. It's nice. There we go. It's actually better than the McDonald's thing. Cranberry brie chicken. Yeah, this here tastes actually like cheese with a little bit of sweetness. And that's quite a nice combination. Mmm. Yeah, here we go. Nice and soft bread. Nothing wrong with the bread. Mmm. Yeah, better than expected. Also, the spinach is okay, but I can't really taste it. Just a little bit, maybe. It's fresh. But yeah, the most important thing is the cheese. Mmm. Please say this. Record it and put it on YouTube. Right? And put it in the comments. Okay. Definitely a thumbs up. It's a very tasty sandwich. It tastes like cheese. Okay, sweet, it's good, spinach, very nice combination. But there's low-fat mayo on it. Anyway, it's okay. Yeah, it's definitely okay. Definitely a thumbs up. Thanks for watching. I'll continue in German. So, es gibt ein Sandwich von Natsu. Natsu, True Freshness. Und jetzt brauche ich mal Hilfe von den Experten, Beerenexperten. Was ist denn Preiselbeere auf Englisch? Hier stehen mehrere Kombinationen. Ist es Cowberry? Es wird wahrscheinlich beides sein. Aber was ist das ja, verwendete Wort auf einem Sandwich? Cowberry, Lingonberry oder Cranberry, Cranberry, wie auch immer. Ja, es ist beides drin. Also Preiselbeere scheint nicht dasselbe zu sein. Aber wo ist denn jetzt hin? Das müssen wir erstmal klären. Hier unten. Hier, 9% Preiselbeerkonfitüre, davon sind 42% Wildpreisel, Beeren. Und 6% Cranberries. So. Ja, bitte eine Übersetzung für Preiselbeere in die Kommentare hauen, wenn ihr euch ganz sicher seid, ja. Hier sind auch noch 9% Spinat drauf und 26% Käse und 12% Salat, Mayonnaise, ja, um die Kalorien niedrig zu halten, okay? Können wir mal drüber hinwegsehen. Und das ist natürlich mehr Kornbrot. Mich, ja, stört es nicht so richtig, ja, aber ich bevorzuge natürlich einfach nur Weißbrot. Einfach nur ein nutzloses, schönes, weiches Weißbrot. Aber okay, das ist ja auch okay, denn da sind auch noch Körner drin und so. Zum Beispiel 3%. Weizenvollkornschrot, okay. Ich dachte Leinsamen, nee, Leinsamen sagen sie keine Prozente an. Okay, Roggenflocken sind auch noch drin. Ja, das kostet 2,99 €. Edeka, hier seht ihr den Kassenbon, 2,99 €. Natsu ist ein bisschen teurer. Aber es soll ja auch True Freshness sein. Und diese Kombination habe ich wirklich noch nicht gesehen. Und könnt ihr das hier aussprechen, nehmt es einfach mal auf und stellt es auf YouTube. Und gebt einen Link in die Kommentare. Alles klar, viel Spaß dabei. So, man reißt es hier auf. Ein bisschen komisch hier, geht das kaputt, keine Ahnung. Verpacken sieht auch okay aus. Okay, Sushi, ja, Facebook und so weiter. Kalorien 280, für 100 Gramm sind 160 Gramm. Sagen wir mal 450 für das ganze Ding, ein bisschen weniger, ja. 10% Eiweiß, 1,3% Salz und Fett, natürlich ist da Käse drauf. Ja, 96% Käse und so sieht's aus. Sieht auch eigentlich ganz schick aus. Hier ist die Preiselbeer-Konfitüre. Und ja, man muss sagen, dieser Käse ist hervorragend verteilt. Es ist überall Käse drauf. Ja, wie gemauert. Und das hier ist Spinat. Und dann ist da Salatmayonnaise drauf und diese Konfitüre. Und das ist alles. Also es ist quasi so ähnlich wie dieser
Brie Cranberry Chicken von McDonald's. Allerdings ist ja hier kein Chicken drauf. Aber jetzt werden wir das Ding mal kosten. Hier seht ihr das weiche Brot. Right here. Und ich bin positiv überrascht. Ich habe gedacht, okay, vielleicht schmeckt das komisch. Aber es ist eine sehr leckere Kombination. Es schmeckt sehr stark nach Käse. Viel stärker als der McDonald's, das McDonald's Sandwich. Schmeckt hier richtig nach Käse. Richtig lecker. Und dann ist es ein bisschen süß. Und man merkt diesen Spinat. Man schmeckt ihn aber nicht so wirklich. Man merkt ihn nur, dass da halt irgendwie sowas drauf ist. Das Brot ist natürlich weich. Ja, habt ihr schon mal so eine Kombination gesehen? Habt ihr schon mal selber gemacht hier? Würdet ihr sowas selber machen? Macht es lieber nicht. Kauft euch lieber. Ist viel einfacher. Right here. Wie wollt ihr den Brie so schön schneiden? Mal ehrlich. Das bekommt ihr nie im Leben hin. Ja, schmeckt sehr lecker. Bin ich total überrascht. Diese Süße stört auch nicht. Ist auch ganz schön, ist auch ziemlich würzig. Es ist süß, aber es ist trotzdem würzig. Schmeckt sehr lecker. Geiles Sandwich. Und 3 Euro ist natürlich ein bisschen teuer. Aber es schmeckt trotzdem sehr lecker. Und ich muss mal jetzt den Käse hier so kosten. So, hier ist der Käse mit Preiselbeerkonfitüre drauf. Here we go. Ja, schmeckt spitze und ist auch nicht trocken. Schön weich, ein paar Körner drin, Spinat ist drauf. Lecker. Ob es das leckerste von denen ist, keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall ein sehr leckeres und es schmeckt ja einfach lecker, ungewohnt, gut. Andere Kombination habe ich noch nie gesehen, funktioniert auf jeden Fall, gibt locker einen Daumen nach oben, schmeckt sehr lecker. Alles klar, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Video.